Hallo meine lieben Paarhufer und willkommen zu Rise of the Tomb Raider. Endlich ist es soweit. Ich habe mir dafür extra die Xbox One gekauft, weil ich möchte nicht noch ein Jahr warten, bis es das gute Spiel auf PC oder PlayStation 4 gibt. Zudem wollte ich auch Halo zocken und deswegen steht hier jetzt eine wunderschöne Xbox One. Und wie immer sage ich, wir quatschen gar nicht lang drum rum, beginnen direkt. Ich habe alle Tomb Raider Teile bis jetzt gespielt und ich muss ehrlich sagen, ich feiere die neue Lara Croft schon seit dem Vorgänger 2015. Sie sieht jetzt einfach realistischer aus. Ja, sorry an die Männer, aber jetzt kann ich mich als Frau mit ihr besser identifizieren und bin nicht die ganze Zeit so mega neidisch, obwohl ich immer noch neidisch bin, wenn ich sie anschaue. Ja, aber irgendwie wird alles bei ihr kleiner. Die Lippen, die Oberweite, aber ganz ehrlich, ich begrüße das und jetzt beginnen wir. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihm. Keine Chance. Darf ich schon spielen? Sehr cool. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Die hat doch die Stimme von der Schauspielerin von Tribute von Panem. Die ist also auch anders als beim letzten Mal. Alles okay? Hat den Halt verloren. Geht schon. Kann ich da auch runter? Nee. Den verwehren sie mir den Weg. Wie die da ganz normal hochlaufen. Ja, so würde ich auch gern klettern. Also ich muss sagen, ich liebe es ja, auf der PlayStation 4 zu spielen und da kann ich die Knöpfe perfekt drücken und hier steht jetzt A und X und ich drücke dann, weil auf der PlayStation 4 X ist ja unten, wo A ist, beim Xbox-Controller. Das kann noch lustig werden, da muss ich mich jetzt wirklich umdenken. Also verzeiht mir, ich spiele so viel Mad Max PC und PlayStation 4 und Mad Max gibt es eben auch auf der PlayStation 4. Das wird jetzt ein bisschen, kann jetzt anfangs ein bisschen dauern, aber ich krieg das schon rein. Ich bin ja ein Multikulti, die macht einen Dance, Chagaram. Ich bin ja ein Gnu, was lernen kann. Kann ich das rüber schaffen? Ah ja. Ich habe diese Eispickel, die sie hat, auch noch vom Shooting.
das ich hatte von dem Tomb Raider Shooting. Den habe ich auch behalten. Shit, Lara. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm. Diese Eispickel sind auch brutal schwer. Als ich den bei meinem Tomb Raider Shooting anhatte, der hat mir die ganze Hose runtergezogen. Also nicht ohne. Verlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvor gekommen. Oh, es ist wirklich sehr stürmisch hier oben. Und muss sehr kalt sein. Hat die denn die Jacke auch wirklich zu? Naja, der Hals ist trotzdem offen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Aber komm, wir machen hier mal ein Selfie. Komm mal her. Wir sind fast am Gipfel. Hast du deinen Selfie-Stick dabei? Komm, wir machen eins. Peace, ich bin hier oben, Leute. Instagram, mein Leben ist so toll. Ich habe das schönste Leben von allen. So, fertig. Die Leute fragen mich auch immer, warum ich bei solchen Gameplays keine Cam mache. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn mein Knuff-Face da dann unten rechts dauernd zu sehen ist, ich finde, es stört bei solchen Spielen. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Scheint recht stabil zu sein, aber bleib nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Oh, das wird aber jetzt heikel, ne? Wahrscheinlich muss ich jetzt okay. Jumpen. Bereit? Legen wir los. So. Da muss ich jetzt wahrscheinlich ausweichen, dass mir da nichts entgegenkommt. Aber es macht bestimmt Spaß, an so einer Eiswand hochzukraxeln. Ja, ja, langsam und ruhig ran. Haut das Ding da so rein wie noch was. Hauptsache ich überlebe, egal was mit dem da hinten ist. So. Ich weiß gar nicht, ob mein Homie da überhaupt mitkommt. Aber mit der Lara würde ich ganz bestimmt nicht auf so eine Tour gehen, weil die würde da einfach abhauen. Aber das ist cool mit dem Eis, das macht voll Spaß. Das sieht doch voll schön aus. Ja, aber wie gesagt, eine Cam bei so einem Spiel macht keinen Sinn. Ich finde, Cams machen Sinn bei Spielen, wo man irgendwie Reaktionen sehen muss. Ich bin dein Anja. Schaffst du's rüber? Ich schaffe das. Ja, du schaffst das. Hiya! Uiuiui, das war aber knapp. Genau, die macht das schon. Das ist voll die Action hier schon wieder. Und sie macht das wirklich gut. Oh, sieht echt, ist echt mal cool, also. Nice. Boah, ich hätte das so Schiss, ey. Diese Irre, und da kann die jetzt auch noch ernsthaft hochspringen. Ey, die ist verrückt, die Frau. Die ist verrückt. Die sollte mal bei diesem amerikanischen Hindernisrennen mitmachen, was es da gibt. Da gewinnt die bestimmt. Jonah, wir haben es geschafft. Ich sehe die Ruinen. Oh Gott. Lara! Oh, Scheiße! Hab dich! Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf. Komm, fahr! Da. Muss ich mich da hinschwingen? Schwing mich zur anderen Seite. Okay, los geht's. Verdammt. Ich kann nicht mehr. Oh, es vibriert immer mehr. Ja, nach hinten. Und nach vorne. Und nach hinten. Ob das jetzt wohl irgendwann abstürzt, wenn ich mich nicht beeil? Nein, nein.
Shit. Shit. Kann dich nicht halten. Das Seil rutscht. Komm schon. Jetzt mach mir keinen Druck, ihr, ey. Das macht doch gerade so Spaß. Whee! Jetzt aber. So, und jetzt schnell los. Oh Gott. Oh nein. Geh zurück, Jonah! Such dir Schutz! Shiat. Run, girl, run. Shiat, Hilfe. Oh nein. Lauf, Mädel, los, lauf. Es geht um Leben oder Tod. Um Himmels Willen, lauf doch. Aber das ist bestimmt schwer an so einer großen... Hups. Hups, zu früh abgesprungen. Hihi. Die ist auch die ganze Zeit nur am Rennen in ihrem Leben und am Panik schieben. Was passiert hier gerade? Oh mein Gott, ey, ich check grad gar nicht durch. Hilfe! Oh, schnell, schnell, es hört noch nicht auf. Oh Gott, ah, Hilfe! Schnell, Mädchen, los! Mach mal hin, Mensch! Du bist doch sonst so stürmische. Oh Gott, Hilfe, ich will nicht mehr! Scheiße! Komm schon, Mädel! Schnell, die Schuhe gibt's nur noch für eine Stunde im Online-Shop zu erhalten. Größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut es. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Echt leid.
Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Oh, mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Grenze. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie brauchen... Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen. Bringen Sie uns hier raus. Shit, shit. Nein, nein, nein. Oh, Lara, was machst du denn die ganze Zeit? Du könntest so ein schönes Leben haben. Der Eispickel hat es jetzt, glaube ich, schon 100 Mal gerettet. Oh ja, jetzt hast du Kopfweh, Mädel. Ja, ich weiß, tut mir leid, aber... selber schuld, ja? Tut dein Köpfchen weh? Tut's weh? Ja. Die Kette habe ich übrigens auch von dem Shooting noch. Die ist sehr nice. Nur leider voll Dreck jetzt. Oh ja, da geht's gar nicht gut. Super cool gemacht. Dieses Arschloch hat uns einfach verpfiffen. Das heißt, das Militär hat was dagegen, dass wir das hier rausfinden. Das Walkie-Talkie war vorhin aber noch weit weg von hier gelegen. Aber schön, dass es hat. Es wird uns deinen Arsch wahrscheinlich noch retten. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Die Haare bewegen sich cool. Jetzt klettert die schon wieder, obwohl sie verletzt ist. Ah ja, ist ja nichts passiert, ne? War ja nur ein bisschen...
Oh. So, weiter geht's. Ich liebe Kletterspiele, muss ich sagen. Komm schon, Mädchen, genau. Komm schon, sei nicht so faul jetzt. Irgendwas ist hier. Wir machen wieder ein Selfie. Oh, geil. Sehr nice. Komm, Selfie-Time. Hallo, mein Leben ist so schön. Das poste ich auf Instagram. Hashtag schönes Leben. Hashtag Booty. Hashtag no filter. So, und weiter geht's. Oh, da geht's rein. Hallo. Muss das wirklich sein? Ich hätte gern Big Mac-Menü. Hm, das sieht aus wie ein Museum, in dem ich vor kurzem war. Nein, bleib unten, Mädchen. Nein! Aber komm, weil es so sexy war, wollen wir es nochmal sehen. Komm, keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, rolling. Yes, nice. So. Genau, sieht lustig aus. Geht's dir einfach schon wieder gut, der Gutsten? Tausend Jahre alt, mindestens. Passt alles zusammen. Ja, und keine Angst, hier allein rumzulaufen. Ey, ich würde hier echt jemanden mitnehmen, wenn ich sowas überhaupt machen würde. Dann wäre ich aber schon längst gestorben, spätestens bei dem Absturz. Weil mein Eispickel liegt nämlich zu Hause. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen. Aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Ich würde mal interessieren, wie alt sie sein soll. Jetzt noch was? Ah, jetzt kann man sogar was machen. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Trinity! So, jetzt, naja, aber immerhin gab es hier einen ordentlichen, schönen Anfangsfilm. Das finde ich immer schön, wenn es nicht zu kurz ist. Okay, hier ist er. Sowas wie Wunderheilung. Jetzt Notizen erwähnen das auch. Hm, ach, hier kann man dann quasi alles finden. Und wenn das Ding Zeichen voll ist, dann hat man den Bereich gut abgesucht. Ich würde da halt einfach mal ein paar Sachen mitnehmen und die schön teuer in einem Museum geben. Überlegt mal, wie Gold und alles die schon liegen lassen hat. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Versetzen Sie den Monolithen. Hm, mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Vergangenheit lesen. Was war denn das jetzt? Was hat die denn jetzt gemacht? Warum tut sie sowas? Okay. So, jetzt lassen wir erstmal gucken, wo das Kärtchen ist. Hier bitte. Nope. Ah, okay. Vielleicht hier oben irgendwo Kärtchen bitte? Ah, hier ist es. Okay. So, was soll ich machen? Hier muss ich hin. Kann ich da irgendwie auch vielleicht ein Pünktchen setzen oder so, wie es sonst immer geht? Heranzoomen, herauszoomen. Okay, ich würde gerne... Naja, das ist wahrscheinlich in die Richtung. Hab ich das schon gelesen? Gut. Ja, nochmal zum Thema Cam. Also ich mache hier jetzt bei solchen Games keine Cam. Weil ich finde, Cams sind halt gut, wenn man zum Beispiel Horrorspiele spielt oder lustige Spiele, wo die Reaktion wichtig ist. Aber bei so Walkthroughs, da, was mache ich da außer Quatschen eigentlich gar nichts. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Außerdem kann man sich dann viel besser auf das Game konzentrieren. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Ach ja, hier, die kann so schön springen, das fehlt mir beim Mad Max, echt. Oh oh. Vor ihnen finden. Nein, ich würde jetzt abhauen. Ich hätte voll Panik. Die schießen ja direkt auf einen.
So. Dann müssen wir das wahrscheinlich mit dem Eispickel aufschlagen, würde ich mal sagen. Ein geheimer Eingang. Ach ja, wenn es doch im echten Leben... Ach, oh, wie schön. Komm, wir machen noch ein Selfie. Oh ja, komm. Hashtag Selfie. Mir geht's gut. Geil. Hashtag NuArmy. Hashtag Leben ist so geil. Hashtag NoFilter. So. Oh, geil. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Also ernsthaft, davon würde ich ein Foto machen. Ey, das sieht ja echt mega geil aus. Ja klar, dann noch so zwei schöne Wasserfälle, die dann hier unten verdunsten, weil es so heiß ist. Sehr schön. Da unten geht's weiter mit dem Wasserfall. Sehr geil, also Kompliment an die Modellierer. Ah, okay, hier habe ich dann wieder meinen... Oh, Vorsicht. Springen Sie an die Wand und klettern Sie mit A. Klettern Sie einen Sprung an die Wand hinauf. Hä? Ah, okay. Also, du, ich kann das auch, ne? Also, gar kein Ding. Yeah, Assassin's Creed Style. Oh oh. Hallo, ich lebe noch. Sie sind schon hier. Hashtag, ich lebe noch. Oh oh, halte die Balance bitte. Ich bin bei sowas ganz schlecht. Oh nein. Panik, das war ein Paniksprung. Das war ein guter Paniksprung. Oh, oh, oh. Ja, jetzt tut auf einmal wieder die Rippe weh, ne? Die hast du vom ganzen Ehrgeiz vergessen, Mädel. Mensch, pass doch mal auf dich auf. Ja? Bitte. Ja, ich möchte da gerne rüberspringen. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem für euch, dass ich darüber jumpen möchte? Nein, ist keins. So. Wahrscheinlich wieder hier entlang ranspringen. Ja, sie müsste eigentlich Oberarme haben wie Gorilla bei dem ganzen Geklettere. Ah, ich glaube, ich muss da hoch, oder? Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Okay, da unten ist nichts. Also gut, dass ich nicht runtergegangen bin. Hihihi. Hier drüben kann ich auch nichts. Also muss ich da jetzt hoch. Ich sag einfach mal, dass ich da jetzt hoch muss. So, hoch, Mädchen. Ist hier nicht irgendwie Licht? Ah, okay, gut. Ich habe sogar eine Waffe. Jawoll! Ich will aber wieder... Ich will die nicht. Ich will lieber meinen Stäbchen. Mein Pickel. Gott, ey. Willst du mich auch haken? Komm, wir machen noch ein Foto. Komm, ein Foto, Lara. Stell dich nicht so an. Ich kann nicht zurück. Schade, ich hätte doch gern ein Foto gemacht damit. Aber dann beim... Ah, hier auch noch. Guck. Hashtag keine Angst. Hashtag no fear. Oh, es sind aber ganz viele Skorpione, ey. Könnte doch perfekt im Dschungelcamp mitmachen, das juckt die alles gar nicht. Genau, Mädel, mach doch einfach in das Grab des Propheten. Erkunden Sie die Gänge im Grab. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Suchen Sie nach kleinen orangenfarbenen Behältern nach Belohnungen. Ich werde belohnt dafür, dass ich in ein fremdes Grab eingebrochen bin. Oh, über Ratten. Süß, voll dick. Die sind ja voll die Hunde. Die sind so groß wie Hasis Hund.
mein Sohn. Der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Scheinbar ja. Schön, dass sie das vorlesen. Da muss ich es nicht machen. Also, dann gehen wir mal weiter hier. Ups, sorry. Tut mir leid. Wie der da liegt. Sieht echt sexy aus. Der hat immer noch ein Booty, obwohl er tot ist. Der Prophet ermordet durch den Trinity-Orden. Wow. Ja gut, sie merkt endlich mal an, dass es hier eventuell stinken könnte. Ich weiß nicht, ob es nach so vielen Jahren noch stinkt. Ja. Also wenn du die Lara als Freundin hast, dann kannst du mit der nicht shoppen gehen. Du kannst mit der höchstens in vergammelte Gräber gehen oder halt auf gefährliche Berge steigen und spätestens nach 5 Minuten wirst du tot sein. Oh. Das war echt knapp. Schließen sie die Struktur der Schwachpunkte im Fallen und Selbstzeit zu zerstören. Ja, wo denn? Hier wahrscheinlich, oder? Sieht doch... Hä? Wo sieht's hier denn bitte schwach aus, ne? Da oben, sagen die. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Kann ich bitte wieder meinen Eispickel haben? Sehr gut. So, dann stapfen wir mal weiter. Ich würde mich interessieren, wie alt die Lara hier sein soll. Sie sprengen sich den Weg frei. Das weiß sie sofort. Immer wenn sie auf der Suche ist, sind es auf einmal andere auch. Oh oh, ich glaube, das platzt. Kann ich das aufschlagen? Ach, ernsthaft? Warum macht sie das jetzt? Ist das jetzt falsch? Oder etwa, dass ich da dann hochkomme? Wahrscheinlich. Okay. Alles klar. Jetzt komme ich hier wahrscheinlich hoch. Ich möchte nicht schwimmen. Wie sind die Geräusche hier scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Schwimmen hier jetzt Leichen? Nee, sind Steine. Dachte gerade schon. Ah, okay, hier geht's hoch. Genau, mach mal die Haare noch ein bisschen hübsch. Genau. So, und jetzt sag mal bitte, wo lang, ey. Ah, hier an die Wand. Nö. Irgendwie muss ich da hochkommen. Ja, irgendwie. Ich sehe gerade nur nichts. I can see it. Ich muss das abschießen. Damit ich da drauf kann und dann hochspringen kann. Ihr Schlingel. So. Gut. Trotzdem immer noch dunkel. Also wenn es noch dunkler wird, dann muss ich die Rollis hochmachen. Die Rollis! Wuhu! Oh. Oh nein, ey. Scheiße. Stress. Schneller, Mädel, schneller. Oh Gott, also das wäre für mich so mit das Schlimmste. Das ist so ersticken am Wasser oder unter Wasser ertrinken. Immer diese Vögel, die durchfliegen, sobald ich irgendwie bin. Komm, wir machen Hashtag Nullfilter.
Hashtag wollte nicht fotografiert werden und tu so, als würde ich nicht in die Kamera gucken und als wäre das alles mit Absicht. Hashtag, obwohl ich meine Freundin davor gefragt habe, ein Foto zu machen. So. Tut mir leid, aber immer diese gestellten Aufnahmen, die aussehen sollen, als wären sie nicht gewollt. Und dann schauen viele immer so mit dem Kopf nach unten, stellen das Füßchen so auf, machen so, oh, bitte fotografier mich nicht, ich will das jetzt eigentlich gar nicht. Oh. Dann doch lieber die offensichtlichen Selfies vorm Spiegel, wo man genau weiß, ja, das ist gewollt. Yeah, schwimmt. Die schwimmt über dem Wasser. Komm Mädchen, geh hoch. Oh, da kann ich ernsthaft hoch. Genau, hauen wir mal die Totenköpfe runter. Die hat voll den Respekt vor den Toten. Glaubt ihr echt, dass ich das schaffe? Glaubt ihr das? Kommt das runter? Was zur Hölle kommt das runter? Warum geht das hoch und runter? Okay, muss ich warten, bis es unten ist. Und zwar jetzt und dann Jump! So, und jetzt geht's runter, weil ich zu fett bin. Oh Mann, ey. Scheiße. Bin zu dick gewesen. Ich glaube, das sollte so sein. Was ich hier nicht alles mitnehmen würde an der Stelle. Liegen hier die ganzen Leichen, die sind einfach... Die hat ein cooles Stockbett übrigens. Yay! So. Ja, ja, sie schlängelt sich durch, wie immer. Kann man da auch noch lang? Nö. Ich weiß gar nicht, ob das hier alles so durchsuchen... Fuck you. So durchsuchen soll, ob da irgendwas Hübsches versteckt ist, aber ich denke mal nicht. Oh. Oh, okay. Ich dachte schon, was geht denn jetzt ab? Oh, oh. Die keine Panik hatte. Dup, 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 dup. Ups, jetzt habe ich geträumt. Ach du armes Mädchen. Die stirbt wirklich an brutalen Toten, das habe ich ganz vergessen. So, jetzt aber. Ah ja. Ach Gott, scheiße, ey. So, jetzt aber knapp. Naja, das wird mega mies hier. Hm. Ist das was für mich? Nein, sah nur so aus. Ich hätte gerne ein paar mehr Belohnungen hier, ja? Bitte. Jump, jump. Und tschüss. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht, ich schlimmes? Ich schlimmes Wesen. Oh, was ist denn das? Yay, yeah, Münzen, Belohnung. Hihi. So. Ist das wieder... Ah, es muss wieder aufgemacht werden. Schön. Steigt das Wasser noch ein bisschen? Dann muss ich wahrscheinlich hier drauf jumpen und wieder zurück. So, ist jetzt mal das Wasser hier langsam voll. Und dann muss ich das hier wahrscheinlich wieder oben abschießen. Oh oh. Hilfe, ich werde weggeströmt. Gehst du da mal hoch? So. Vielleicht muss das hier auch wieder abgeschossen werden jetzt. Okay, ich hab's gesehen, wo ich hin muss. Ich hab's gesehen. Nee, 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 nee. Und zwar muss ich hier hoch. Und dann muss ich da lang. Da lang. Und dann auf den Balken. Jetzt halte ich bloß fest. Halte ich fest. Scheiße. Gefunden.
Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Oh no. Ich würde gerne in Deckung gehen. Ah ja, super, mit einem Schuss schon tot. So, und jetzt? Sag mal, wohin? Ich glaube, einfach mal raus hier. Einfach mal weg. Einfach mal weg. Gucken, wo meine... Ups. Ah, okay. Hätte ich mir auch denken können, ne? Ah, okay, er ist schon weg. Oh nein, ich hasse so Stresserei. Los, Lara, los! Lara, 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 Lara Croft. Lara, los, schnell, Lara. Komm zum Essen, schnell, das Essen ist fertig. Wohin? Scheiße, hier hoch. Ah, fuck. Oh, ja. Oh, oh. Oh. Schnell, Lara. Los, schnell. Schneller. Frühstück ist schon ganz kalt. Ich glaube, sie schafft es nicht mehr zum Frühstück. Nicht zielen, laufen. Hoch, Mensch, hoch. Oh Gott, ey. Hilfe. Oh, la, lauf, Mädchen, lauf. Lauf, oh Gott, lauf doch, renn doch, Mensch. Oh nein! Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert.
Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Lara, was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. So, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für die erste Folge von Tomb Raider. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, für die Däumchen nach oben, meine Lieben. Ich werde jetzt einen Unterschlupf suchen, beziehungsweise das machen wir mit der zweiten Folge zusammen, damit die Liebe nicht erfriert. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, euer Knuli.